Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Partie läuft. Fortuna von links nach rechts komplett in Weiß. Kahn Marienborn in rot und leichten schwarzen Akzenten von rechts nach links. Fortuna jetzt mal hier mit dem Vorwärtsdrang. Chance zum Abschluss. Und Jendrusch zur ersten Parade gezwungen. Flanke. Und da ist der Ball drin. 1:0. Lars Lukocz hat gerade noch die Chance auf den Fuß gehabt. Und den Kopfball, den lässt er sich dann nicht mehr nehmen. In der ersten Viertelstunde in Führung gehen. Schauen wir nochmal. Sauberes Ding da von André Langer. Und schön durchgesetzt. Schön durchgesetzt. Und Fortuna kann den Ball behaupten. Wilms geht wieder auf die Reise. Kann sich durchsetzen. Im Strafraum. Lass den Wilms. An den Fuß. Ganz starkes Laufduell. Auch schön, dass es hier nicht fallen lässt, sondern die Chance nutzen will. Ah, und da waren sogar noch drei Fortunen in der Box. Aber jetzt mal Kamarinborn, ebenfalls mit dem Abschluss, der dann noch gefährlich auftippt. Und Pazurek zum Kopfball, aber Weiß. Ganz sicher da. Nächste Chance für Pazurek. Seine Leistung zu krönen, aber im letzten Moment noch schauert er dazwischen. Da wäre der Ball fast noch gefährlich geworden. Da war ich jetzt auch ein bisschen irritiert. Aber der Ball immer länger und länger und länger von Kiere. Dann ans Außennetz. Jetzt aber mal freie Bahn auf der rechten Seite. Kudimbo und kein Abseits. 2:0. Der Sportclub aus Köln erhöht. Und Dustin Wilms krönt seine Leistung. Wunderbar freigelaufen und perfekt ausgespielt von Arnold Budimbo hier. Schöner erster Kontakt. Nimmt sein Tempo mit, sieht den mitlaufenden Wilms und zack, da ist der Treffer. Und schickt Langer. Und bringt ihn hoch. Gute Abschlussgelegenheit dafür. Vatari Lucevic. Direkt vors Tor. Aber im letzten Moment noch geklärt von Lukocz und der Abschluss jetzt von Pazurek schon wieder. Gute Bewegung jetzt. Sapai schickt nochmal Lukocz. Und verpasst es, den Deckel drauf zu machen. Da hätte er seine Leistung heute krönen können. Schönes Durchsetzungsvermögen und dann etwas zu weit am rechten Pfosten vorbei. Budimbo schon wieder. Der ist heute nicht aufzuhalten auf der Außenbahn. Fortuna nochmal, Sapai. Spielstand offiziell. Außer die Fortuna hat nochmal Bock. Na Jombe. Legt nochmal ab. Lukocz, 3:0. Deckel drauf, Feierabend. Schönen Dank fürs Mitspielen. Aber die Punkte, die bleiben heute hier in Köln. Und Lukocz schnürt den Doppelpack nach sauberer Vorarbeit von Najombe. Ganz überlegt. Der 20-Jährige da mit dem Tempolauf über die linke Bahn. Und Lukocz kann ganz cool sich die rechte Ecke aussuchen und schraubt das Ergebnis auf 3:0.
Und das war auch tatsächlich die letzte Aktion des Spiels. Schiedsrichter Ulankiewicz beendet diese Partie. Fortuna Köln gewinnt 3:0 gegen den Tabellenführer aus Garmisch-Partenkirchen und bringt den Siegner damit die erste Niederlage der Saison bei. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.